Piraten, der Fluch der Weltmeere. Sie riskieren ihr Leben, ob für mächtige Auftraggeber oder nur zur eigenen Bereicherung. Der Mythos von vermeintlich edlen Freibeutern und die manchmal erschreckende Wirklichkeit. Liebe Zuschauer, willkommen. Was wir heute über die Piraten wissen, oder besser, was wir glauben gut zu wissen, stammt zum großen Teil aus Hollywood. Von Errol Flynn bis zum Fluch der Karibik hat sich die Traumfabrik immer wieder jener offenkundig kernigen Korsaren unter schwarzer Flagge angenommen. Und wen wundert es, die Filmpiraten kommen dabei häufig eher positiv daher. Als raue Burschen zwar, im Herzen aber gut und wagemutig. Hollywood-Romantik mit viel Abenteuer. Doch wie war es wirklich? Unsere Detektive der Geschichte sind der Sache auf den Grund gegangen. Ihre Spurensuche, sie beginnt mit einem deutschen Seeräuber, dem wohl berühmtesten. Lange Zeit galt er als Robin Hood unter den Seeräubern. Den Reichen nehmen, den Armen geben. Er kommt aus der Welt des Mittelalters. Nord- und Ostsee soll er unsicher gemacht haben. Klaus Störtebeker. Sein Name bedeutet Stürz den Becher. Angeblich konnte der Pirat einen 4-Liter-Krug mit Bier in einem Zug leeren. Alles Legende? Eigentlich ist es extrem bruchstückhaft, was wir wissen. Wir wissen über seine Besatzung der Schiffe eigentlich überhaupt nichts. Und er ist mehr Mythos, als dass er tatsächlich historische Überlieferung ist. Wismar, vermutlich die Heimatstadt Störtebekers. Hier hat man eins von nur zwei historischen Dokumenten mit seinem Namen gefunden. Im Gerichtsbuch der Stadt wird 1380 ein Nicolao Störtebeker erwähnt. Ob es sich wirklich um den Seeräuber handelt, muss offen bleiben. Auch wie er aussah, weiß niemand. Dieses Porträt, das lange als authentisch galt, zeigt in Wahrheit einen Adligen 150 Jahre später. Orca heißt die Freundin des Piraten, aber nur bei den Störtebeker Festspielen. Ob er überhaupt Freundin, Frau oder Familie hatte, ist reine Spekulation. Sicher ist nur, dass der Nord- und Ostseeraum im Mittelalter berüchtigt war für viele Piraten. Hier kreuzen sich die Handelsrouten der Hanse, des wichtigsten Wirtschaftsbundes dieser Zeit. Die Routen von London bis Novgorod und von Süddeutschland über Bremen und Lübeck bis nach Norwegen. Vor allem Fisch, Getreide und Pelze werden gehandelt. Gold und Silber sind hier kaum zu erbeuten. In der Ostsee geht es um Getreide, geht es um Salz, geht es um schlichtweg Schonenhering. Nicht? Es ist so ganz wie das normale Leben, als würden wir hier auf der Autobahn Piraten spielen. Nicht? Da finden wir auch kaum einen Geldtransporter, sondern in allererster Regel finden wir halbe Schweinehälften oder irgendetwas anderes. Piraterie um Nahrung und Ressourcen, nicht um sagenhafte Schätze. Klaus Störtebeker segelte vermutlich mit dem gebräuchlichsten Schiffstyp seiner Zeit, einer Kogge. Leidlich sicher, auch bei starkem Seegang. Dafür langsam und schwerfällig, nur 11 Kilometer pro Stunde. Wie viele Piraten nach ihm profitiert auch Störtebeker von Konflikten der Mächtigen. Königin Margarete von Dänemark und Herzog Albrecht von Mecklenburg führen Krieg gegeneinander. Es geht um die Herrschaft über Skandinavien. Beide werben Freiwillige an, die die Schiffe des Gegners überfallen sollen. Störtebeker wird Freibeuter im Auftrag Mecklenburgs. Sie haben sich anlocken lassen von diesem tollen Angebot des mecklenburgischen Landesherrn, Kaperbriefe zu bekommen, indem man im Thronfolgekrieg gegen Dänemark tatsächlich dänische Schiffe einfach überfällt, ein Teil der Prise des Gutes behält und damit die Chance hat, an etwas zu kommen, an das man normalerweise nicht kommt, nämlich an Güter und an Reichtum. 1389 belagern die Dänen Stockholm. Als Retter kommt Störtebeker, bringt Lebensmittel, Viktualien. Daraus entsteht der Name Vitalienbrüder für die Piraten des Mittelalters. Nach dem Krieg macht Störtebeker weiter, auf eigene Rechnung. Wie aber kämpft er? Mit Kanonen wie bei den Festspielen?
Es gab ja kaum Feuerwaffen. Das heißt, die Artillerie bestand aus Armbrüsten. Die wurde so von erhöhten Decks, Achterkastellen und so weiter geschossen. Und dann mit Nahkampfwaffen, also ob es Dolch, ob es Beil oder sonstiges war. Das heißt, man musste sehr nah rankommen an den Gegner, um ihn dann zu erledigen. Und da meistens die Handelsschiffe unterbemannt waren, da waren 15 bis 20 Personen mal gerade drauf. Aber auf einem Kaperer waren 50 bis 100 Bewaffnete drauf, hatten die kaum eine Chance. Angeblich teilen die Piraten ihre Beute mit den Armen. Im niedersächsischen Verden werden noch heute einmal im Jahr Brot und Hering verteilt. Ein Brauch, der angeblich auf die Lickedähler zurückgeht. Gleichteiler, wie Störtebeckers Leute genannt werden. Dass die Schar um Störtebeker tatsächlich so eine Art vorsozialistisches Genossenschaftsmodell belebt hat, da ist nichts dran. Wir haben keinerlei Überlieferung dafür und von daher gesehen ist das ein guter Mythos, der in die Geschichte passt. Das ist Robin Hood auf Ostsee und Nordsee getrimmt. Ein paar Jahre kann Störtebeker sein Unwesen treiben, dann schickt die Hanse eine Flotte. 40 Vitalienbrüder werden getötet, 73 gefangen genommen. 30 weitere sterben später unter dem Richtschwert. Der Legende nach auch Klaus Störtebeker. Mit Sicherheit kann man über Störtebekers Tod überhaupt nichts sagen. Man kann sagen, dass am Grasbrook in Hamburg Piraten geköpft wurden. Aber ob es sich dabei um Störtebeker oder wen auch immer gehandelt haben soll, das wissen wir nicht. Dass Störtebeker allerdings angeblich mit dem Schwert enthauptet wurde, das spricht schon für eine gewisse Art von Adelung. Nämlich nur der Adel wurde mit dem Schwert enthauptet, das niedere Volk, und das war er ja eigentlich, wurde gehängt. Die Legende erzählt von einer letzten großen Tat. Jedem Mitgefangenen, an dem Störtebeker noch ohne Kopf vorbeilaufen kann, soll das Leben geschenkt werden. Selbst auf dem Schafott soll er ja noch an 4, 5, 6, 7 seiner Kameraden vorbeigelaufen sein. Das kann nur ein Huhn ohne Kopf. Ein Mensch ohne Kopf kann nicht mal mehr eine halbe Sekunde überhaupt seinen ganzen Körper aufrechterhalten. Vor 130 Jahren wurden in Hamburg die Schädel von Hinrichtungsopfern gefunden. Sie sind 600 Jahre alt. Um 1400 wurden sie auf Pfähle gespießt und zur Abschreckung an der Küste aufgestellt. So wie es die Legende auch von Störtebeker und seinen Kameraden berichtet. Weil er besonders schlimm zugerichtet war, gilt dieser Schädel als Kopf des Anführers. Mit moderner Technik wurde sein Gesicht rekonstruiert. So könnte der Mann ausgesehen haben, aber ist es wirklich Klaus Störtebeker? Er ist eigentlich die erste prominenten Gestalt, die tatsächlich das Mittelalter für Norddeutschland bereithält. Mehr gibt es nicht, nicht? Aber wir wollen eben auch unseren edlen Piraten hier haben. Wir wollen auch unseren Robin Hood haben, auch wenn wir ihn gar nicht so richtig nachweisen können und wir gar nichts Konkretes, Historisches über ihn zu sagen wissen. Der Mythos Störtebeker. Wenig Fakten, viel Legende. Wir sind bereit. Die Frage ist, seid ihr das auch? Unser nächster Fall ist einwandfrei belegt, mit harten Fakten. Er führt uns zu den großen Piraten der Karibik. So sieht er im Spielfilm aus, Blackbeard, der berüchtigste Korsar des 18. Jahrhunderts. Bis heute liefert seine Geschichte den Stoff für Hollywood. Blackbeard ist eigentlich der Prototyp, den wir uns heute immer noch als Piraten im Ursinne vorstellen. Mit bürgerlichem Namen heißt er Edward Teach und stammt vermutlich aus der englischen Hafenstadt Bristol. Als Blackbeard Schwarzbart geht er in die Geschichte ein. Dieser Kerl war ein guter Seemann, kühn und wagemutig bis zum Letzten, der nicht davor zurückschreckte, auch die schlimmste Bosheit, die man sich denken kann, ins Werk zu setzen. Das schreibt Captain Charles Johnson 6 Jahre nach dem Tod des Piraten. Fast alles, was wir über Blackbeard wissen, stammt aus seiner Feder. Edward Teach wird 1713 Pirat. Wie tausende britische Matrosen kommt er als Kaperfahrer in die neue Welt, macht im Namen Londons Jagd auf spanische Handelsschiffe, die Gold und Silber nach Europa bringen. Als Queen Anne Stuart und Philipp von Spanien Frieden schließen, ist es vorbei mit dem Rauben im Dienste ihrer Majestät.
Die englischen Freibeuter sind arbeitslos. Edward Teach macht sich selbstständig. Blackbeard war einer derjenigen, die auf eigene Faust jetzt Mannschaften zusammensammelten und sagten, also was wir gelernt haben unter legalen Bedingungen, das können wir auch unter illegalen Bedingungen weiterführen und wir kommen schnell zu Reichtum, wenn wir tatsächlich so weitermachen. Von den unzugänglichen Gewässern vor North Carolina aus macht er die Küste bis in die Karibik unsicher. Einen königlichen Kaperbrief hat er nicht mehr. Dafür das Wohlwollen mancher Gouverneure. Für die Städte North Carolinas ist der Handel mit Piratenware ein profitables Geschäft. Der Leumund des Geschäftspartners ist Nebensache. Blackbeard alias Edward Teach gilt als jähzornig und grausam. Beim Kartenspiel schießt er einem seiner Kanoniere ins Knie, angeblich mit den Worten, damit ihr nicht vergesst, wer ich bin. Ob Blackbeard wirklich so grausam war, das ist natürlich nicht eindeutig festzulegen. Sicherlich kann man vermuten, dass er als dieser Anführer, der er ja heute noch gilt und mit so einer großen Piratenmannschaft unter sich, wohl einen sehr starken Charakter gehabt haben muss. Sein größter Fang gelingt ihm 1717. In der Bucht von Beaufort kapert Blackbeard das französische Sklavenschiff Concorde. Der neue Kapitän tauft es auf den Namen Queen Anne's Revenge und rüstet die 200 Tonnen schwere Fleute mit 40 Kanonen aus. 300 Mann Besatzung machen sie zum mächtigsten Kaperschiff seiner Zeit. In nur 7 Monaten bringen Blackbeards Leute 23 Handelsschiffe auf. Die Revenge wird zum Flaggschiff einer ganzen Seeräuberflotte. Was hält Blackbeards Truppe zusammen? Da gab es nichts Verbindendes, auch keine verbindenden nationalen Ziele oder ähnliches. Nicht mal die Sprache war verbindend, sondern das Verbindende war ganz alleine der Erfolg. Die Hoffnung auf schnellen Reichtum schweißt zusammen. Mehrere hundert Mann hören auf Blackbeards Befehl. Ihre Loyalität beruht auf den vermeintlichen Erfolgen ihres Kapitäns. Die allerdings sind nicht nur durch rohe Gewalt erzielt. Schon die Flagge ist unverwechselbar. Skelett, Stundenglas und Lanze. Wenn ein Kapitän diese Flagge von Blackbeard sah, dann wusste man, oh Gott, jetzt hat man eine letzte Stunde geschlagen. Und von daher gesehen war da die Devise, da ergeben wir uns lieber, dann haben wir wenigstens noch eine Chance zu überleben. Blutige Schlachten sind die Ausnahme. Ironischerweise verhindert gerade der grausame Ruf des Piratenkönigs unnötige Opfer. Blackbeard inszeniert sich bewusst als dämonische Gestalt. Der schwarze Bart mit wilden Zöpfen, 6 Musketen am Gürtel und brennende Lunden am Hut. Die Wut der Hölle hätte nicht fürchterlicher aussehen können, schreibt ein Beobachter. Doch der Schrecken der Meere ist auch ein Trinker, süchtig nach Laudanum, in Alkohol gelöstem Opium. Und er leidet unter Selbstüberschätzung. 1718 begeht er den entscheidenden Fehler. 4 Wochen lang belagert Blackbeards Flotte die Hafenstadt Charleston in South Carolina. Er erpresst eine Kiste Arzneimittel und verliert endgültig die Unterstützung des britischen Gouverneurs. Auf Blackbeards Kopf wird eine hohe Belohnung ausgesetzt. Ans Aufhören denkt er nicht. Blackbeard ist ein typischer Charakter der damaligen Zeit. Die konnten nie genug kriegen, die versoffen und verhurten ihr gesamtes Vermögen, das sie irgendwo ergaunert hatten. Und so mussten sie immer weitermachen. Bis zum 22. November 1718. An diesem Tag locken 2 britische Kriegsschiffe den Piratenkönig in einen Hinterhalt. Edward Teach alias Blackbeard stirbt im Kampf. Ein Menetekel für das angeblich goldene Zeitalter der Piraten in der Karibik. Blackbeards Kopf wird zur Schau gestellt. Am Bugspriet des Schiffes, das ihn zur Strecke gebracht hat. Unser nächster Fall. Wie ein Pirat Englands Aufstieg zur Weltmacht bereitete. Der Königsweg in Panama.
Nur 60 Kilometer Land trennen hier Pazifik und Karibik. Auf Maultieren befördern die Spanier ihre Beute aus den Kolonien von Ozean zu Ozean. Eine wahre Goldgrube für Piraten. Im April 1573 liegt hier ein wahrer Meister seines Fachs auf der Lauer, Francis Drake. Von Spionen weiß er, die Satteltaschen der Spanier sind diesmal besonders voll. 30 Tonnen Gold, Silber, Edelsteine. Der Überfall gelingt. Drakes Beute ist so groß, dass er einen Teil vergraben muss. Den Rest bringt er per Schiff in die Heimat. Englische Adlige haben Drakes Kaperfahrt finanziert. Königin Elisabeth I. ist highly amused über den Erfolg. Sie will Spaniens Vormacht brechen und braucht dafür Männer wie den 30-jährigen Freibeuter Francis Drake. Spaniens Herrscher Philipp II. Ist ein bedrohlicher Gegner. Die englische Politik unter Elisabeth I. war doppelgesichtig. Auf der einen Seite mit Philipp II., also dem spanischen König, versuchen die Konflikte und Spannungen ein wenig zu dämpfen, also auf Diplomatie zu machen. Auf der anderen Seite aber unter der Linie einer offiziellen Auseinandersetzung, einer gewalttätigen kriegerischen Auseinandersetzung, wurden tatsächlich jetzt geduldete Piraten eingesetzt. Drake ist schon ein erfahrener Freibeuter. Mit 13 war er als Schiffsjunge zum ersten Mal zur See gefahren. Er verdient am Sklavenhandel und sattelt dann um auf die Piraterie. Seit 1570 macht er mit seiner Mannschaft die Karibik unsicher. Hier sind die Silberflotten der Spanier mit den Schätzen der Inkas und Azteken besonders anfällig. Der einstige Sklavenhändler Drake findet Verbündete, die Cimarrones, entflohene Sklaven. Sie haben mit dem Engländer eines gemeinsam, die Abneigung gegen alles Spanische. Drake selbst hat traumatische Erfahrungen mit den Spaniern sammeln müssen. 1568 hatte ihn ein Sturm in den kleinen Hafen San Juan de Ulua gezwungen. Trotz vereinbarter Waffenruhe greifen die Spanier an. Nur eine Handvoll von Drakes Männern überlebt. Die Spanier waren unehrlich, sie brachten englische Kameraden einfach schlichtweg um. Und so kommt im Grunde genommen hier jemand, der einen persönlichen Hass auf die Spanier entwickelt, aus persönlichem Leid dazu, sich jetzt in den Dienst seiner Königin, nämlich Elisabeth I., zu stellen. 1577 kommt die Zeit der Rache. Ob Drake nur mit dem Segen der Queen handelt oder in ihrem direkten Auftrag, ist unklar. Mit einer ganzen Flotte von 5 Schiffen sticht der Pirat in See. Das Flaggschiff des Raubzuges ist eine mächtige Galeone. 22 Meter lang, ein Dreimaster. 60 Mann Besatzung, 18 Kanonen. Während der Reise gibt der Freibeuter seinem Schiff einen neuen Namen. Golden Hind, goldene Hirschkuh, nach der Galionsfigur vorne am Bug. Vor der Westküste Südamerikas bringt Drake ein vollbeladenes spanisches Schatzschiff auf, die Nuestra Señora de la Concepción. Allein das Umladen der Beute auf die Golden Hind dauert 5 Tage. Wie aber soll er den Schatz sicher zurück nach England bringen? Vollbeladen sind seine Schiffe leicht abzufangen und in der Magellanstraße warten schon die Spanier. Drake wagt einen neuen Weg, westwärts durch den Pazifik und den Indischen Ozean. Drei Jahre nach seinem Aufbruch kehrt der Pirat in die Heimat zurück. Als zweiter Weltumsegler der Geschichte. Und mit einem Millionenschatz. Ein schwerer Schlag gegen Spaniens Krone. Drake wird geadelt. Elisabeth I. schlägt ihn zum Ritter, verleiht ihm ein eigenes Wappen und einen Landsitz bei Plymouth. Der Pirat
als Volksheld. Seine Weltumsegelung wird in Liedern besungen und in Schriften gefeiert, nicht nur in England. Der Seemann wird Großgrundbesitzer und zum geachteten Mitglied der englischen Oberschicht. Glücklich aber ist er nicht. Spanien rüstet schon zum Gegenschlag. König Philipp II. Mobilisiert eine Kriegsflotte, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. 130 Schiffe mit mehr als 20.000 Soldaten und schwerer Bewaffnung. Die Armada. Sie soll an die schlecht gesicherte englische Küste vordringen. Doch so weit kommt es nicht. Elisabeths Flotte fängt die spanische Armada im Ärmelkanal ab. Die englischen Schiffe sind schneller und wendiger. Drake ist zwar als Vizeadmiral mitten im Gefecht, das Kommando aber haben andere. In dieser Situation wurde Drake als der ganz große Stratege und Navigator gezeichnet. Das war er sicherlich nicht. Er war mehr ein Eigenbrötler, er war ein Abenteurer auf jeden Fall. Aber er war nicht derjenige, der große Flottenverbände führte. Nicht Drakes Strategie, sondern ein schwerer Sturm und ihre unterlegene Technik bringen der spanischen Armada den Untergang. Der Ruhm, dass er es gewesen sein mag, hallt nach von den Ruhmestaten, die ihm schon seit 15 Jahren vorauseilten und ihn begleiteten. Das durchschaut auch die Queen. Nach dem Sieg über die Spanier hat sie keine Verwendung mehr für ihren Piraten. Einen Sitz im Parlament nimmt Drake nur widerwillig an. Er will zurück aufs Meer. Die Freibeuterei scheint zu lukrativ, um sie aufzugeben. Im Auftrag englischer Kaufleute plündert er weiter, entlang bekannter Routen der Spanier. 1596 stirbt Francis Drake in der Karibik an Bord seines Schiffes. Nicht heroisch im Gefecht, sondern an einer Ruhrinfektion. Unser nächster Fall zeigt, wie sich Frauen behaupten konnten. In der rauen Welt der Piraten. Jamaika, Karibik, 1720. Ein Piratenkapitän am Galgen. Keine Seltenheit damals in den englischen Kolonien. Eines aber ist ungewöhnlich und sorgt für Empörung. Zur Mannschaft des Kapitäns gehören zwei Frauen. Anne Bonny und Mary Read. Auch sie sind wegen Piraterie angeklagt. Der Prozess ist gut dokumentiert. Aussagen von Mitgefangenen belasten die beiden Frauen schwer. Sie hatten das Zeug zu Anführerinnen und hätten uns dazu anstacheln können, der ganzen Welt den Kampf anzusagen. Ihr Prozess macht Bonny und Read zur Legende. Im 18. Jahrhundert ist die Seefahrt eigentlich noch reine Männersache. In allen Statuten, die man unterschreiben musste, wenn man sozusagen anheuerte, stand immer gleich als Punkt 3 auf, dass Frauen nicht mitgebracht werden dürften und Frauen an Bord sowieso verboten waren. In der Karibik gelten andere Regeln. Die Piratinnen Mary und Anne setzen sich durch mit List und Intelligenz. Ihr Ziel sind die großen Schifffahrtsrouten der Kolonialmächte. Die vielen damals noch unbewohnten Inseln der Karibik bieten sicheren Unterschlupf. Hinzu kam natürlich auch eine Naturgegebenheit, nämlich die Passate trieben tatsächlich die Schiffe alle erstmal in diese Einfallstür Karibik hinein, sodass man erstmal die karibischen Inseln überwinden musste, um dann das Festland von Lateinamerika betreten zu können. Die Hauptstadt der Freibeuter ist Nassau auf New Providence, einer Insel der Bahamas. Im Hafen liegen zeitweise bis zu 40 Piratenschiffe. Die Seeräuber regieren sich selbst. Und Britanniens Gouverneur stellt großzügig Kaperbriefe aus. In der Piratenstadt Nassau herrschen raue Sitten. Die Insel zieht Mittellose und Abenteurer an und solche, die mit den Gesetzen ihrer Heimat in Konflikt stehen. Unter ihnen Anne Bonny, die uneheliche Tochter eines irischen Anwalts. Mit einem Seemann ist sie von zu Hause durchgebrannt. In Nassau lernt sie den Piraten Jack Rackham kennen, einen Halsabschneider mit Vorliebe für Rum und schöne Kleider. Dass er vermutlich als Lustknabe eines anderen Kapitäns in die neue Welt gekommen ist,
stört er nicht. Es ist der Beginn eines geschäftlichen und erotischen Abenteuers. Im Hafen stehlen die beiden ein Schiff und rauben fortan gemeinsam. Ihre William, eine Sloop oder auch Schaluppe, ist das ideale Piratenschiff für die Karibik. Sie bietet zwar nur Platz für 25 Mann und 12 Kanonen, dafür ist sie schnell und hat nur geringen Tiefgang. Ein großer Vorteil gegenüber schwerer bewaffneten Kriegsschiffen. Etwa zur gleichen Zeit kommt auch Mary Read in die Karibik. Als Matrose an Bord eines holländischen Handelsschiffs. Damals keine seltene Methode, dem strengen Rollenbild der Zeit zu entfliehen. Bonnie und Reed sind eben die herausragenden Persönlichkeiten, die immer wieder in der Geschichtsschreibung auftauchen. Aber dieses Phänomen der Piratinnen gab es viel öfter. Genaue Zahlen sind nicht bekannt. Fest steht, es sind vor allem mittellose junge Frauen wie Mary, die als Männer verkleidet zur See fahren. Vor Jamaika überfallen Seeräuber Marys Schiff. Ihr Anführer ist Jack Rackham. Der Piratenkapitän hofft auf reiche Beute und auf neue Männer für seine Crew. Doch nur einer der Matrosen an Bord spricht Englisch. Anne Bonny wird auf den zarten Jüngling aufmerksam, der sich den Piraten anschließen will. Es ist Mary Read. Die beiden Frauen freunden sich an. Wie nah sie sich wirklich kommen, darüber wird bis heute gern spekuliert. Die Gerichtsakten geben keinen Aufschluss. Sicher ist, beide tragen an Bord Männerkleidung und gelten als gleichberechtigte Besatzungsmitglieder. Sie haben aus eigenen Stücken dort angeheuert und haben aus eigenen Stücken tatsächlich das Räuberdasein, einem bürgerlichen Dasein vorgezogen, zu Hause in Devonshire am Herd und sozusagen an der Wiege der Kinder. Emanzipation unter schwarzer Flagge. Als Captain Rackham zusehends dem Rum verfällt, führen Anne und Mary faktisch das Kommando. Angeblich mit weiblicher Kaltblütigkeit. Oktober 1720. Auf einem Schoner erbeutet die Mannschaft Tabak und Piment. Keine große Beute, aber die letzte ihrer Piratenkarriere. Längst sind Kopfgeldjäger auf die William angesetzt. Vor der Westküste Jamaikas schlagen sie zu. Die Piraten sind betrunken. Die beiden Frauen waren eigentlich die Triebfeder des Ganzen. Die haben gekämpft wie die Hyänen und es gab gar keine Aussicht mehr auf Erfolg. Haben sie immer wieder ihre Mannschaft angespornt. Sie sollten doch endlich kämpfen und sind mit der Waffe dann von dem ehemaligen Piratenschiff den Engländern übergeben worden. Einen Monat später. Jack Rackham und 10 Besatzungsmitglieder sterben durch den Strang. Ihre Leichen werden zur Abschreckung in eiserne Käfige gesteckt. Auch Anne und Mary droht der Galgen. Sie verweigern die Aussage, zeigen keine Reue. Das Leben rettet den beiden am Ende ein süßes Geheimnis. Am letzten Tag, als ihr Prozess war, haben sie dann tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes sich offenbart. Als das Todesurteil gesprochen war, dagegen war gar nichts einzuwenden, denn sie hatten ja genau diese Tatbestände alle erfüllt, haben sie gesagt, wir sind schwanger. Nach englischem Recht bewahrte sie das vor dem Henker. Ob sich die Richter auch vom Liebreiz der Angeklagten beeindrucken ließen oder ob Anne und Mary eher herbe Erscheinungen waren, wie auf diesem Stich, muss offen bleiben. Genauso wie die Frage, was aus ihnen wurde und aus den Kindern, die sie in sich trugen. Unser nächster Fall. Wie sich ein Pirat im Ruhestand über Wasser hält. Mit Seemannsgarn und Freibeuterromantik. Der Pirat und sein Publikum. Felix Graf Luckner. In den 20er Jahren ist er der Seeteufel, ein deutscher Nationalheld, der Freibeuter des Kaisers. Seine Legende beginnt 1916. Deutschland führt Krieg gegen die halbe Welt, auch auf hoher See. Die Flotte des Kaisers ist den Engländern unterlegen. In Hamburg wird ein erbeutetes amerikanisches Segelschiff umgebaut für eine geheime Offensive.
Das ist deswegen spektakulär, weil es sich hier um ein Dreimast-Vollschiff handelt, das man den Amerikanern abgenommen hatte im Krieg und das man nun ausrüstete und als Holzfrachter, hätte ich fast gesagt, als Holzvollschiff, Holzbark, hat man das getarnt. Die Kanonen waren so ein bisschen eingepackt in Holz und so ist man unter norwegischer Flagge dann in den Atlantik vorgestoßen. Die Seeadler, wie sie jetzt heißt, sieht aus wie ein stolzes, aber betagtes Segelschiff. In Wahrheit ist sie ausgerüstet mit 2 Kanonen und 2 Maschinengewehren. Und mit einem Hilfsmotor, einer 1000 PS Dieselmaschine, die sie schnell und manövrierfähig macht. Ihr Kommandant wird Felix Graf Luckner. Militärisch ein unbeschriebenes Blatt, aber mit Kontakten zum Kronprinzen. Kurz vor Weihnachten 1916 läuft das Kaperschiff Seeadler aus. Die Besatzungsmitglieder tarnen sich als norwegische Matrosen und so werden die englischen Kontrolleure an der Blockadelinie problemlos passiert. Auf hoher See kommt das große Warten. Warten auf den Feind. Die Seeadler nimmt Kurs auf die Schifffahrtslinien im Südatlantik. Nach 3 Wochen wird der erste Dampfer gesichtet. Tarnung fallen lassen. Kriegsflagge hissen. Warnschuss. Die feindliche Besatzung darf sich in die Boote retten. Ein Pirat und Gentleman? Dann erscheinen ja immer zwischen dem Kaperer, der einen offiziellen Kaperbrief hatte. Da könnte man ja mit Luckner noch sagen, okay, der hat sozusagen die Lizenz zum Versenken. Aber ein Outlaw-Pirat sozusagen, der hat ja ein Ziel der Bereicherung. Der möchte für sich selbst im Grunde genommen einen Vorteil haben. Auch Luckner hat zwar später Millionen von Büchern verkauft, aber das konnte er nicht absehen mit dieser Geschichte. Die Illusion von Ritterlichkeit zur See. In 7 Monaten bringt die Seeadler 15 Schiffe auf, versenkt 30.000 Tonnen Schiffsraum. Bald sind hunderte Gefangene an Bord. Sie werden anständig behandelt. Todesopfer sind die Ausnahme auf Luckners Beutezügen. Die Kaperfahrt der Seeadler, einer der wenigen eher harmlosen Schauplätze des großen Krieges. Während auf den Schlachtfeldern der Westfront Millionen im Trommelfeuer zugrunde gehen. Kriegsentscheidend sind die Kaperschiffe nicht. Hilfskreuzer hatten im Ersten Weltkrieg die Aufgabe, Unruhe zu stiften. Die britischen Lebenslinien, die Schifffahrtslinien zu beunruhigen, britische Schiffe zu versenken. Das hat Graf Luckner relativ erfolgreich gemacht, weil er sich mit seinem Schiff auch immer gut tarnen konnte. Er war ein sehr raffinierter Kapitän. Nur damit konnte man natürlich nicht wirklich die Verbindungen Englands zum Empire, zum Weltmarkt unterbrechen. Die Seeadler wird selbst zur Gejagten. Luckner lässt alle unnötigen Gegenstände mit der Aufschrift des Schiffes über Bord werfen, als er Kap Horn umrundet. Die Engländer glauben, sein Schiff sei gesunken. Auch in Berlin weiß man nichts von Luckners Verbleib. 1918 ist der Krieg verloren. Die Revolution fegt das Kaiserreich hinweg. Aus alten Großmachtträumen wird das Kriegstrauma der Weimarer Republik. Die Lasten des Krieges bestimmen den Alltag. In dieses Deutschland kommt Luckner 1919 zurück und erzählt, wie seine Fahrt tatsächlich zu Ende ging. Wegen des wachsenden Drucks der englischen Flotte hatte er in die Südsee ausweichen müssen. Er strandete auf Mopelia, einem kleinen Atoll im Südpazifik. Luckner behauptet, ein mächtiger Tsunami habe die Seeadler zerstört. Das Schiffstagebuch belegt, nach einem halben Jahr Kaperfahrt hatte eine Seuche zum Landgang gezwungen. Beriberi. Dabei war das Schiff auf ein Riff gelaufen. Luckner werkelt fortan am eigenen Ruhm, lässt sich Seeteufel nennen und fügt seinen Geschichten allerlei Seemannsgarn bei. Die deutsche Heldengeschichte aus der Südsee wird im tristen Nachkriegsalltag zum Bestseller.
Aber der Kommandeur eines Segelschiffes, das war für den Ersten Weltkrieg sehr untypisch. Die meisten Hilfskreuzer waren natürlich Dampfschiffe und er war nun als einziger Segelschiffskapitän auf den Weltmeeren unterwegs. Und damit war natürlich eine Verbindung zu der Freibeuterromantik des 17. und 18. Jahrhunderts gegeben. Und davon hat er eigentlich gelebt. 20 Jahre lang erzählt Luckner seine Piratengeschichten schon, da kreuzen wieder deutsche Kaperer auf den Weltmeeren. Hitler hat 11 Hilfsstörkreuzer in die Atlantikschlacht geschickt. Auch sie sollen zum Symbol für Abenteuertum und Ritterlichkeit werden. Graf Luckner wird eine Zeit lang von der Propaganda hofiert. Doch er ist kein Nazi und setzt sich bei Kriegsende erfolgreich für die kampflose Übergabe seiner Heimatstadt Halle an die Amerikaner ein. 1966 stirbt der Seeteufel und wird in Hamburg mit allen Ehren beigesetzt. Erst Jahrzehnte später erfährt die Öffentlichkeit von der dunklen Seite Graf Luckners. In einem geheimen Gerichtsverfahren war er 1940 des zweifachen Kindesmissbrauchs schuldig gesprochen worden. Das Ende der schönen Legende vom Seeteufel. Heute ist die Romantik der Freibeuter längst Geschichte. Aber Piraten gibt es immer noch. Auf dem Weg zu exotischen Zielen braucht auch das Traumschiff Deutschland manchmal Geleitschutz. November 2005 vor der Küste Somalias. Ein Schiff der Bundesmarine eskortiert den Luxusdampfer. Am Horn von Afrika gibt es wieder Piraten. Den Platz auf dem Sonnendeck müssen hier deutsche Soldaten sichern. Kurz zuvor hatten Seeräuber in der Nähe ein US-Kreuzfahrtschiff beschossen. Die Rückkehr der Piraten, wie kommt es dazu? Richtig zu einem Massenphänomen wird das Ganze tatsächlich Anfang der 90er Jahre. Der Kalte Krieg ist beendet, die Marinen rüsten ab, sie sind nicht mehr überall präsent und die Seeschifffahrt nimmt unglaublich zu. Also 90% aller Güter werden über See transportiert. Und in diesem Moment wird an verschiedenen Stellen der Welt, die eigentlich unübersichtlich sind, wo labile gesellschaftliche Verhältnisse vorherrschen, wo ja im Grunde genommen rechtsfreie Räume vorherrschen, dort nimmt die Piraterie in größerem Ausmaße zu. Jeder zweite Überfall weltweit ereignet sich hier, in der Straße von Malakka zwischen Sumatra und Malaysia. Der strategisch bedeutende Wasserweg führt nach Singapur, zu einem der wichtigsten Häfen der Welt. Die Malakka-Straße ist 800 Kilometer lang und an der engsten Stelle nur 3 Kilometer breit. Tag für Tag müssen hier 2000 Schiffe durch den Flaschenhals, mit rund einem Viertel aller verschifften Waren weltweit. Es gibt tausende kleine Inseln zwischen Malaysia und Indonesien. Jedes Eiland ein potenzielles Versteck. Die Seeräuberei ist hier ein Armutsphänomen. Die modernen Piraten kommen aus der Dorfbevölkerung. Viele sind Analphabeten und alle ohne Perspektive. Man muss das auch dem Hintergrund sehen, dass eben diese Schiffe mit ihrer Ware wie glitzernde Warenhäuser eben durch die Straße von Malakka fahren. Die Täter sind meistens Fischer oder ehemalige Seeleute, die im Moment keine Heuer haben, die dort an Land leben, die diese Schiffe dort vorbeifahren sehen, die sich mit dem Gerät auch auskennen, sind Leute, denen es nicht besonders gut geht. An manchen Stellen dürfen die Frachter nicht schneller als 20 Kilometer pro Stunde fahren. Genau dort schlagen die Piraten zu, mit kleinen, wendigen Booten, im Schutz der Dunkelheit. In diesen nachgestellten Szenen zeigen echte Piraten ihr Handwerk. Sie räumen den Schiffstresor aus mit der Heuer der Crew. Mitgenommen wird alles, was brauchbar erscheint, vom Werkzeug bis zum Farbeimer. Die Überfälle sind brutal, ohne Rücksicht auf Menschenleben.
Gefahrenherde für die internationale Schifffahrt ergeben sich natürlich dadurch. Beispielsweise in deutsche Schiffe werden einfach überfallen und wie früher es zum Teil der Fall war, die Besatzung wird über Bord geschmissen. Das Schiff wird ausgeraubt und fährt dann mit Autopilot irgendwie in der Straße von Malakka, hat aber vielleicht 200.000 Liter Diesel an Bord oder ähnliches. Ist es zum Glück noch nichts weiter passiert. Einige der asiatischen Piraten haben es auf Lösegeld abgesehen. Ganze Besatzungen werden entführt und das Schiff gleich mit. Die Reedereien zahlen, vor allem wenn Geiseln aus Europa dabei sind. Bis zu 100.000 Dollar pro Kopf. Moderne Technik soll verhindern, dass Angreifer überhaupt an Bord kommen. Akustische Signale, Scheinwerfer, Wachen mit Nachtsichtgeräten. Alle Luken werden verriegelt, die Geschwindigkeit, wo es geht, erhöht. Auch Hochdruckwasserschläuche mit Pfefferzusatz stehen bereit. Elektronische Sicherheitssysteme sollen Kursabweichungen melden. Ehemalige Gurkhas, nepalesische Elitesoldaten der britischen Armee, sind von Londoner Versicherungen zum Schutz von Schiffen engagiert worden. Soldaten an Bord? Kritiker befürchten eine Eskalation der Gewalt in den Piratengebieten. Ähnlich wie bei den bewaffneten Sky Marshals der Fluglinien weiß niemand, welche Frachtschiffe geschützt werden und welche nicht. 2007 gab es offiziell 263 Piratenüberfälle auf den Weltmeeren. Die Dunkelziffer ist hoch. Viele Reedereien wollen ihre Versicherungsprämien niedrig halten. Richtig teuer wird es, wenn ganze Dampfer verschwinden, wie die Star Ace bei den Philippinen. Ihre Ladung aus Palmöl bringt Millionen ein. Der Frachter selbst fährt jahrelang mit gefälschten Papieren als Schmugglerschiff in Asien, bis er nur noch Schrottwert hat. Das Werk einer internationalen Verbrecherbande, wie Fahnder vermuten. Asiatische Mafiosi rüsten Hightech-Boote aus. Sie sind schnell, wendig und kaum zu orten. Modernes Radar und Schnellfeuerkanonen machen die Boote zu kleinen Kriegsschiffen. Korrupte Hafenbeamte und Ladearbeiter forschen aus, welche Container von Interesse sind. Nur die werden aufgebrochen. Fahndungsfotos von indonesischen Piraten. Ob Armutskriminalität oder organisiertes Verbrechen, systematisch bekämpft werden sie nicht. Dieses Problem ist erkannt, seit 15 Jahren bekannt, aber es wird nicht entsprechend bekämpft, weil wohl der Schaden gemessen am Gesamtvolumen des Welthandels noch zu gering ist. Die Traumschiffe des Westens werden sich zu schützen wissen. Für Handelsdampfer aber bleiben sie weiter eine konkrete Gefahr. Die Piraten des 21. Jahrhunderts. Das Geschäft der Seeräuber, es ist so alt wie die gesamte Seefahrt. Aber so romantisch wie in Hollywood, das zeigen unsere Beispiele ganz deutlich, war die Sache nie. Piraten sind und bleiben, was sie immer waren, Verbrecher. Nächsten Dienstagabend, Primetime, zeigen wir im ZDF erneut bewegende und spannende Geschichte. Denn vor 70 Jahren holte ein gewisser Hitler seine alte Heimat Österreich heim ins Reich, so hieß der Spruch der Zeit. Wir prüfen nach, wie es dazu kommen konnte und warum die meisten Österreicher damals jubelten, im Gegensatz zu heute.